So, jetzt schön aufmachen. Irgendwas Neues. Es ist gefährlich. Was ist das? Okay, höchste Alarmbereitschaft. Gefährlicher Geruch, meine Freunde. Sekunde, was ist das? Das ist Ekel. Sie beschützt Riley hauptsächlich davor, vergiftet zu werden. Körperlich und gesellschaftlich. Das ist weder bunt noch in Dinosaurierform. Augenblick, Leute. Das ist Brokkoli. Tja, ich habe uns gerade das Leben gerettet. Oh. Ja, keine Ursache. Wenn du dein Abendessen nicht isst, dann gibt es keinen Nachtisch. Was? Hat er gerade gesagt, wir kriegen keinen Nachtisch? Das ist Wut. Ihm ist es sehr wichtig, dass es gerecht zugeht. Du kommst mir also auf die Tour, alter Mann. Kein Nachtisch? Ganz wie du willst. Wir schlucken unser Essen, aber erst schluckst du das hier. Hey, Riley, hier kommt ein Flugzeug. Flugzeug. Wir haben ein Flugzeug, seht mal. Flugzeug. Warte, du könntest dich darin verlaufen. Sei doch mal zuversichtlich. Okay, ich bin zuversichtlich, dass du dich darin verläufst. Das ist das Lammzeitgedächtnis, ein Gewirr aus Fluren und Regalen. Ich habe in den Handbüchern darüber gelesen. In welchen Handbüchern? Den Handbüchern? Du hast die Handbücher gelesen? Ja. Also kennst du den Weg in die Kommandozentrale? Ich denke schon. Du bist mein Navi. Und los, du übernimmst die Führung, mein Navi. Zeig mir, wohin wir müssen. Okay, ich bin nur zu traurig, um zu laufen. Gib mir einfach ein paar Stunden. Wo lang? Links? Rechts. Nein, doch links. Also rechts von mir aus. Das ist dann fast links. Okay. Das ist eigentlich ganz schön. Okay, los geht's. Vor Morgengrauen sind wir zurück in der Kommandozentrale. Wir schaffen das. Das wird ein Klacks. Das funktioniert. Ich brauche eine Liste aller möglichen negativen Ereignisse am ersten Tag an einer neuen Schule. Schon erledigt. Wie schreibt man nochmal Meteorit? Ekel. Sorgt dafür, dass Riley heute heraussticht, sich aber auch einfügt. Wenn ich fertig bin, sieht Riley so gut aus, dass die anderen beim Anblick ihrer eigenen Outfits kotzen. Gut, lad die Tagträume ab. Ich habe ein paar mehr bestellt, falls der Unterricht ein bisschen öde wird. Guter Plan für den Fall, dass diese neue Schule nur langweilige, unnütze Fächer hat. Was ziemlich wahrscheinlich ist. Oh, guck mal. Ich habe eine super wichtige Aufgabe. Nur für dich. Wirklich? Komm mit. Was machst du dort? Fertig. Perfekt. Das ist der Kreis des Kummers. Deine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass der ganze Kummer da drinnen bleibt. Na, wie war der erste Tag in der neuen Schule? Er war, glaube ich, ganz okay. Keine Ahnung. Seht ihr manchmal jemanden an und fragt euch, was geht wohl in seinem Kopf vor? Mädels, habt ihr das mitgekriegt? Ja, klar doch. Irgendwas stimmt nicht. Wir gehen der Sache mal auf den Grund. Aber wir brauchen Unterstützung. Signal an den Mann. Oh, sie sieht uns an. Was hat sie gesagt? Was? Sir, niemand hat zugehört. Muss der Müll noch raus? War die Klobrille noch oben? Was? Was willst du, Frau? Was? Schick ihm noch ein Signal. Und Riley, wie war die neue Schule? Das darf doch nicht wahr sein. Dafür haben wir den brasilianischen Piloten absolviert. Oh Mann, die Schule war toll. Was war das denn? Wollten wir nicht so tun, als wäre alles okay? Riley, ist alles in Ordnung? Sir, sie hat einfach die Augen verdreht. Na schön, ein kleiner Schuss von Bug. Ich will nicht gleich ein Machtwort sprechen. Nein! Kein Machtwort! Riley, dieser neue Ton gefällt mir nicht. Oh, ich zeig dir den neuen Ton, alter Mann. Nein, ruhig atmen! Was ist dein Problem? Lass mich einfach in Ruhe! Sir, melde hohe Aggressionswerte! Höchste Alarmbereitschaft! Ich weiß nicht, woher auf einmal dieser respektlose Ton kommt. Du willst dich mit mir anlegen, Papsch! Ja? Weißt du? Machtwort vorbereiten! Schlüssel auf Sicherheitsposition! Bereit zum Start, auf Ihr Kommando, Sir! Oh Mann, nerv mich nicht! Feuer! Jetzt reicht's. Auf dein Zimmer. Machtwort gesprochen. Machtwort gesprochen. Ja! Gut. Arbeit, Gentlemen. Haarscharf an einer Katastrophe vorbei. Das war ja meine Katastrophe. Komm, flieg mit mir, Gacinia.